Halli, hallo, hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Hero Zero Tagebuch hier auf Server 1. Ja, ich habe den netten kleinen Tweenie immer noch. Ist jetzt mittlerweile Stufe 9 geworden, also fehlt noch ein bisschen mehr als ein halbes Level, um ihn hier auf Stufe 10 zu bekommen und meine erste Fähigkeit namens Abgefangen zu erhalten. Was ist passiert? Nicht viel? Außer, dass ich hier, Osterhase in Not, 50 bunte Ostereier beschafft habe, 40 Schokoladenhasen besorgt habe, 8 von 8 mal die Waschmaschine benutzt habe, 1 von 1 mal den Eierdieb gestellt habe und mir noch genau ein Energiepunkt fehlt, um die letzte Aufgabe auch zu erfüllen. Diesen einen Energiepunkt werde ich jetzt während des Let's Plays erfüllen, um dann dieses Osterevent abzuschließen hier auf Server 1. Was mich sehr freut, dass ich es geschafft habe, innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen. 4 Tagen, ungefähr so, das hier abzuschließen. Ansonsten habe ich gesehen, dass wir immer noch, ich glaube, 5 Plätze im Team haben. Wir konnten gestern Superheld einladen, Superheld 1, 2, 3, glaube ich. Der hat auch sagenhafte 750 Donuts gespendet. Danke dafür an dich, lieber Superheld. Wir können mal kurz gucken. Hier, wo ist er? Da, Superheld 3, 2, 1. Ist Stufe 58, hat schon ein paar epische Gegenstände hier. Und ja, er hat gestern 750 Donuts gespendet, was mich sehr gefreut hat. Ich danke dir sehr. Und damit konnten wir weiterhin unser Quartier ausbauen. Jetzt fehlen uns nur noch 2 Stufen, dann haben wir das Quartier voll. Und ja, wir haben jetzt 3 Plätze frei im Team. Die 3 Plätze würde ich gern vergeben an Leute. Und deswegen habe ich mir mal hier mein Postfach ein bisschen aufgeräumt und werde es nochmal durchschauen. Wer von den Leuten, die sich schon vor Ewigkeiten beworben hat, ist wirklich dran geblieben und hat seine Stufen regelmäßig verbessert? Wir schauen mal bei Teddy vorbei. Er ist Stufe 25. Leider zu gering, Teddy. Tut mir leid. Also ich würde sagen, unser letzter ist, glaube ich, Stufe 30. Ja, Hero Game wird diese heute noch Stufe 30. Also Stufe 30 solltet ihr schon mindestens sein. Mindestens. Noch höher wäre natürlich besser. Nephilim HD ist Stufe 29. Reicht leider auch nicht ganz. Aber wenn ihr euch weiterhin anstrengt, ich mache öfters mal solche Runden, wo ich die alten Bewerbungen durchschaue. Laugenstange ist Stufe 51. Die werde ich auf jeden Fall mal einladen. Weil sie hatte, glaube ich, auch eine nette Bewerbung geschrieben. Ah ja, also die Bewerbung habe ich leider nicht mehr, habe ich schon gelöscht. Aber ich werde Laugenstrange trotzdem mal die Chance geben, ins Team zu kommen, wenn sie möchte. Senden. So, was steht denn hier? Die Frage ist, wer seine Eier färbt. Ja, Cassie. Dein Begleiter ist süß, ja. Nini hat... Den Bandenkampf und den Teamkampf haben wir heute natürlich wieder gewonnen. War ja klar. Und ja, jetzt stehen wir ganz gut da im Wochenturnier. Ich hoffe, das bleibt so. Pascal hat es sich beworben. Let's Cedric. Ich Stufe 27. Leider auch zu wenig. Tut mir leid. Toasted Toast. Willst du dein Achso, der wollte ja gar nicht ins Team. Der war ja hier High Leveler. Deswegen können wir die mal löschen. Aber danke, dass du dich gemeldet hattest. Nick 02 ist 12 Jahre alt, macht täglich 300 Energie. Und wenn man sieht, Start 28.3. und jetzt der 3.4. und er macht täglich 300 Energie. Ja, läuft bei dir, Nick. Läuft bei dir. So, Teddy, das waren die Feedback. Danke nochmal dafür. Dann XFab. Schauen wir mal, was er so hier am Start ist. Stufe 35. Ist auf jeden Fall okay. Ist halt der Name ein bisschen blöd, ne? X-Farb hat so ein bisschen Ähnlichkeit zu Farb und da können es Schwierigkeiten geben. Sorry, aber X-Farb ist wirklich ein sehr unschöner Name. Wäre genauso, wie hätte ich mich Let's Fabby genannt und jemand hätte sich dann nur Fabby genannt. Ne? Ist halt genauso blöd. Finde ich halt nicht so geil. So, das war die Mission und ich würde sagen, wir schließen das Event jetzt mal ab. 50 von 50, oh, da ist er, Eier gesucht. Yay! Schokoladenhasen besorgt, yay, Energie verbraten, yay, Waschmaschine benutzt, yay, und den Eierdieb gestellt, yay. Und damit haben wir das
Event abgeschlossen. Fantastisch. Wir haben alle Nester, Eier und Schokohasen, die wir für das Osterfest in Humphreyday brauchen. Du hast das Fest gerettet. Ich bin trotzdem etwas spät dran. Hilfst du mir bitte noch, die Nester zu verstecken? Nö. So, dann gibt es die Maske des fröhlichen Gackerns, dann die Zwei-Ohr-Hasenmaske und den Umhang. Ich würde jetzt einfach mal die Zwei-Ohr-Hasenmaske nehmen, weil die halt viel besser ist als meine jetzige. Und die hier draufpacken. Von der Skillung ist sie auch bestens. Und jetzt bekomme ich gleich wieder eine Heldentat, weil ich überall 700 Fähigkeitspunkte habe. Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, Leute. Sehr schön. 19 Fähigkeitspunkte. Damit lässt sich auf jeden Fall leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und ein hier hin. So, damit ist das Event vorbei. Schade. Ging ziemlich schnell, aber war auf jeden Fall auch anstrengend, die ganzen, die ganzen Eier und Osterhasen zu besorgen. Crimsix, schau mal, wie er sich so entwickelt hat. Stufe 28 ist leider auch zu wenig, auch wenn ich sehe, dass du aktiv bist, aber, ja, ein bisschen zu wenig, sorry. Mixery, ich spiele jeden Tag mindestens 200 Energie, außer heute, das heißt, 31. 1. 2. 3. müssen ungefähr Stufe 40 sein. Ja. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, ihn lade ich mal ein. Mixery 135. Mixery 135. Hat auf jeden Fall gezeigt, dass er am Start ist. Dann habe auch eine im Shop mit einmal Blättern gefunden. Hat aber 20 Stunden gekostet, den zu kaufen. Habe ich natürlich trotzdem gemacht. Süß. Eieiei. So wollte ich schreiben. Gut, Mixery hat auch eine Einladung bekommen. Die kann ich dann eigentlich löschen. Habe ich hier unten Laugenstange auch gelöscht? Nee, Laugenstange kann auch weg. Hat auch eine Einladung bekommen. Und die anderen, die beobachte ich mal noch ein bisschen. So, Truby wollte ja nicht ins Team. Ist jetzt aber ohne Team. Ist Stufe 46. Ihn würde ich einfach mal einladen, weil er halt sich gefreut hatte, ins Team zu kommen, dann aber ich ihn mich nicht gemeldet hatte und, ja, egal. Also, er bekommt auch eine Einladung, das wären jetzt drei Leute und drei Plätze haben wir. Das heißt, ich habe jetzt drei Leute eingeladen. Ich schau mal bis morgen, ob die Leute es angenommen haben und wenn nicht, dann kriegt weiterhin andere die Chance. Superxy beispielsweise hätte noch die Chance verdient, ist ja der Bruder von Super Ari, wie ich das, oder ein guter Kollege oder so von Super Ari. Und Super Ari macht auch einen guten Job hier, ist immer da, meldet sich immer für die Teamkämpfe an, spendet auch 1,5 Millionen bislang. Also, wer würde nichts dagegen sprechen, Super Xie auch mit einzuladen. Aber da ich jetzt drei Bewerbungen rausgehauen habe, warte ich bis heute Abend mindestens. Und wenn sich da keiner von den drei gemeldet hat oder halt noch ein Platz frei ist, dann bist du, Superxy, auf jeden Fall eingeladen. Kannst du dich schon mal drauf freuen? Ich hoffe, du freust dich und bist damit am Start. Hier bei der Fab Unity. Real Life Talk. Was gibt's Neues? Ist bei euch auch so komisches Wetter? Also ich verstehe das wirklich nicht, weil wie das sein kann. Also Anfang der Woche, super Sonnenschein, alles prima, alles schön. Und ja, fast schon Sommerfeeling, also zumindest Frühlingsfeeling. Dann auf einmal geht's los, ich glaube am Mittwoch, hat's geschneit. Denke ich mir so, ah ne, erst hat's geregnet, dann ging das so in Schneeregen über und ich denke mir so, hä, Hagel, Schneeregen, warum? Es war doch so schön, aber naja, im Sommer gibt's auch manchmal Gewitter, wo es ein bisschen Hagel gibt, scheiß drauf. Dann stehe ich am Donnerstag früh auf, ist noch alles gut, so ich glaube um 8 oder so bin ich aufgewacht, war noch alles schön. Und 8:30 geht's auf einmal derbe los mit Schnee. Es schneite einfach ultra viel. Und bis ich dann in die Schule gegangen bin, es war glaube ich 2 Stunden später oder 1,5 Stunden später, war wirklich alles zu. War alles voll mit Schnee, nichts mehr wirklich mit Frühling oder Sommerfeeling, alles voll mit Schnee und ja, es hat dann auch in der Schule weiter geschneit. Als ich dann nach Hause durfte, war alles schön matschig und nass und Und jetzt, heute, sitze ich zu Hause, weil Karfreitag ist. Übrigens an euch alle, schönes Ostern. Und es scheint die Sonne. Ich sehe jetzt gerade noch auf dem Dach neben mir noch der Schnee oben drauf, aber die Sonne scheint einfach mal rigoros. Ich denke mir so, was ist denn das für ein Wetter, wenn das hier immer wieder Wetteränderungen gibt und
wie soll man sich da gut fühlen? Es ist Frühling eigentlich. Es ist eigentlich schon der Sommerbeginn gewesen, beziehungsweise der Anfang der Sommerzeit. Und trotzdem ist hier Sonne, Winter, Schnee, Regen, Hagel, Sonnenschein, keine Ahnung. Also auf jeden Fall komisch. Wie seht ihr das? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit den ganzen Wetterveränderungen seht. Laugenstange hat mir geschrieben. Danke für die Einladung, aber ich musste jetzt leider absagen. Ich habe mich entschlossen, hier mit meinen Hardcore-Hero-Leuten im Team zu sein, damit der Kontakt nicht abbricht. Ich hoffe, du kannst das verstehen, aber trotzdem danke. Schau deine Videos natürlich weiter. Viel Glück dir und deinem Team. Entwickelt sich ja prächtig. Ey, Lauge. PS, kannst du mich mal ein Video zeigen? Gar kein Problem. Danke für deine schnelle Antwort. Und viel Erfolg weiterhin auf S1. Ja, also. Super, dass er sich direkt gemeldet hat. Abzocke, Punkt, 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 ans Ziel auch ohne Donuts. Und ja, war eine kurze Pause drin, sorry. Und ja, das ist sehr nett von ihr, dass sie sich direkt gemeldet hat, dass ich dadurch jetzt hier den nächsten einladen kann. Der sicherlich schon darauf wartet, beziehungsweise nicht, weil er wusste es ja nicht. Aber Super Xi, wenn du von Stars austreten würdest, wärst du auf jeden Fall am Start hier bei der Fabunity. Ich schicke dir eine Einladung und hoffe, du nimmst sie an. Denn dann haben wir Super Ari und Super Xi hier im Team und damit kann ja nichts schief laufen, ne? Nee, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du die Einladung annehmen würdest. Und ja. Das war's eigentlich dann auch schon für heute. Was gibt's noch zu erzählen? Eigentlich nichts. Ich habe mittlerweile schon ein komplettes neues Set sozusagen. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Genau. Komplettes neues Set. Falls Ostern dann vorbei ist, kann ich das alles reinpacken. Plus 31, plus 31, minus 6. Ach ja, weil ich habe ja jetzt einen neuen Helm. Plus 10, plus 29, plus 11. Alles besser als mein jetziges, aber ich dachte mir so, Ostern und da kann man ruhig mal noch ein bisschen Ostern feiern und den komplett epischen Anzug hier vom Osterevent behalten. Ich würde ja gern noch, ich brauche unbedingt einen Begleiter. Es war halt wieder ein Eierdieb da heute Nacht. Ich glaube um 2 oder um 1 kam der, ich glaube um 1. Wisst ihr, wie lange er hielt? Keine Ahnung, Viertelstunde, wenn überhaupt. Dann war der auch schon wieder vorbei. Da dachte ich mir so, ja, vielleicht kann ich jetzt mal ein paar Donuts investieren, um ein bisschen nach oben zu kommen. Zack, war er schon wieder weg und ich hatte keine Chance. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Angriff geschafft. Das ist schon deprimierend. Ich weiß nicht, ob es an S1 liegt oder einfach an den Eierdieben, dass die halt nur eine Stunde gehen und ziemlich wenig Leben haben. Aber ich denke mal, es liegt eher an dem zweiten, weil S1 ist ja eher. Ja, kein toter Server, aber doch nicht so aktiv wie vielleicht S10, gehe ich davon aus. Und deswegen, ja, schauen wir einfach mal, wie das läuft. Wenn jemand ein cooles Game für Android-Geräte, ich weiß gar nicht, ob es auch für iPhone gibt, aber für Android-Geräte sucht, der kann mal Agent Alice anspielen. Also Agent Alice bin ich jetzt wirklich seit einigen Wochen voll am Suchten. Das ist, glaube ich, in den Charts. Ich schaue gerade mal nebenbei. Gehe ich natürlich auf meine Apps. Hä, was ist da los? Spiele. Dann auf Top-Spiele und da ist es. Oh, gar nicht mehr so weit oben. Hä, wo ist. Hä? Also letztens war es auf jeden Fall noch ziemlich weit oben, aber mittlerweile ist es gar nicht mehr so weit oben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde es auf jeden Fall richtig klasse. Agent Alice heißt das. Und da geht es halt um so eine Agentin, die halt so, ja, verschiedene Fälle lösen muss. Und im Grunde genommen muss man einfach so Wimmelbilder machen. Also es gibt so ein Bild und da sind halt Gegenstände drauf versteckt und die muss man halt suchen. Und wenn man alle gefunden hat, in einer recht kurzen Zeit bekommt man Punkte und für die Punkte bekommt man dann, ja, coole Sachen. Ja, Agent Alice, Platz 50 bei den Top-Spielen, hat 4,5 Sterne als Bewertung, über 1 Million mal installiert und ich finde es einfach nur klasse. Also wer sich das mal angucken möchte, kleine App-Empfehlung von mir am Rande. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß noch weiterhin hier am Ostern und freut euch auf das morgige Video. Da kommt auf jeden Fall wieder etwas Neues dazu. Bis dahin, euer Fab! Yeah.